Das ist hier nämlich der Flug-Uwe. Das ist doch fair. Das cheated. Leute, das habt ihr jetzt nämlich nicht gedacht. Ich wusste das. Hey Leute, Crimex hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5, Leute. Und heute gibt es mal wieder ein richtig krasses Experiment, Leute. Und zwar, ihr könnt schon sehen, heute gibt es mal wieder ein Treppenexperiment. Wir werden mit verschiedenen Autos testen, welches Auto weiter diese Treppenstufen hochkommt, Leute. Und heute haben wir natürlich mal wieder richtig krasse Autos mit dabei. Wir haben aufgetunte BMWs. Wir haben Rolls-Royce, Leute. Wir haben OP-Bugattis. Hier nochmal Rolls-Royce. Elektroautos, Mercedes, McLaren, Barbie-Auto, Lamborghinis, alles mögliche. Wirklich sehr, sehr spannende Battles haben wir heute dabei. Und wir haben auch einen sehr, sehr spannenden Gegner, und zwar Amir. Oh, ich bin die größte Maschine hier. Guck meine Muskeln, guck meine Muskeln. Gut, Leute, das war jetzt unangenehm. Wir ignorieren das jetzt mal. Amir. Was geht, Leute? Wir machen heute mal wieder hier ein Experimente-Duell. Du weißt, um was es geht, und zwar 1000 Euro Einsatz. Oder bist du dabei? Magst du mir 1000 Euro schenken? Dann bin ich immer dabei. Okay, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Wir starten wie immer mit einem random Vehicle-Battle, Freunde. Zack, zack, zack. Und 3, 2, 1, let's go. Nein. Oh, Max. Nein. Nein, Leute, was haben wir hier für ein Gummiauto bekommen? Ey, hä, das ist ja überhaupt nicht gut. Okay, Ami hier direkt noch einen besseren Start erwischt als ich. Aber gut, wir schauen mal, wie weit wir kommen hier mit dem kleinen Oh nein. Ist hier bei mir schon Stopp? Ist hier bei mir schon Stopp, Leute? Och, Max. Komm, kämpf dich hoch. Was, erst noch eine Stufe? Oh nein. Ja, Leute, das war's. Noch eine Stufe. Ja, okay, Leute, das war's doch schon wieder komplett. Guckt euch mal an, wo Ami schon ist. Bei welchem Level bist du? Wir sind gerade mal bei Level 5 hängen wir. Ich bin jetzt bei 9, habe ich geschafft. Okay, gut, Leute. Ich glaube, der erste Punkt geht an der Stelle an Amir. Let's go. Okay, Amir, du hast das erste Random Vehicle Battle gewonnen. Das heißt, du darfst dich auch hier fürs erste Level entscheiden. BMW X5 M oder einen Dodge Citina. Beide sind hier nochmal extra hochgesetzt für die Treppenstufen. Mhm. Welchen nimmst du? Also, ich habe hier extra eine Analyse durchführen lassen mit den beiden Autos. Aha. Und ich stimme für den Dodge. Oha, okay. Ich bin gespannt, der Dodge. Ich bin natürlich nicht der Dodge. Der Dodge hat ein bisschen größere Reifen, das stimmt schon. Aber der BMW MX5. Könnte, ihr wisst, Leute, hier deutsche Ingenieurskunst, deutsche Autos. Komm, wir fetzen los. 3, 2, 1, los geht's. Okay, Digga, mal gucken. Ich fetze dich. Ja, guck mal. Oh, Lucky Jump hier an der Stelle. Nein, er hat einen Jump gemacht. Aber der Jump war nicht gut. Gut, ein Level habe ich geskippt damit. Ah, ja, komm, gib mir doch ein Level. Gib mir doch ein Level, Leute. Nein. Meine Berechnungen waren falsch. Ja, ist bei dir schon Schluss? Ist bei Ami schon Schluss, Leute? Und ich fahre rückwärts noch ein Level höher. Hä? Das geht nicht. Das ist unfair. Lalalala. Ich möchte mich schon mal umentscheiden. Sag doch hier, Leute. Deutsche Autos. Gute Qualität diese. Oh. Ich hab's geschafft. Oh. Leute, nein. Er kommt zu mir. Warte, Max. Max. Komm, bock dich hier hoch. Noch eins. Gönn noch eins. Oh, warte. Gönn doch eins, Bruder. Wir müssen ausgleichen, Leute. Komm. Nein. Oh. Ja! Bro, nein. Er schafft das. Woohoo! Er schafft das wirklich noch. Er schafft das. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Ist das jetzt in etwa schon das 2 zu 0? Ist das hier gleich etwa das 2 zu 0? Ey, Leute, das gibt's doch nicht hier. Sind wir etwa gleich auf? Ey, ich glaube, das muss hier irgendwie noch machbar sein, aber... Nee, Max, das Einzige, was für dich noch beide machbar noch ein. Oh Gott, jetzt bin ich noch eins runter. Ich würde sagen, beide noch einen Versuch jetzt hier und... Oh, warte mal. Nein. Na, okay. Verdammt, meine geht so ganz bei langsam mir ist Schluss, hoch. Aber das heißt unentschieden und das heißt, es steht immer noch 1 zu 0, Leute. So, Amir, als nächstes Random Vehicle Battle. Jeder spawnt ein Fahrzeug für den Gegner. Ich hoffe, ich kriege wieder so ein Fahrzeug. Doch, nein! Doch, das ist ja das niedrigste gut. Fahrzeug überhaupt. 3, 2, 1 und... Okay. Tut mir leid. Ey, das sieht aber irgendwie krasser aus als das Fahrzeug, was ich hier habe. Weil, Leute, ey, wie tief kann ein Fahrzeug sein? Guck mal, damit kann man ja Kaugummis hier vom Bordstein kratzen, Freunde. Oh, ich komme hoch, Alter. Komm, Leute. Let's go. Hoppala. Mal schauen, wie weit wir kommen. Oh, komm. Aus dem Weg. Okay. Aus dem Weg! Oh nein. Hier ist Ende im Gelände. Nein. Guckt euch mal diesen Bordstein an. Du musst doch nicht hier hochkommen. Warte mal, Rückwärtsgang. Ey, alles gut, Amir. Freu dich nicht so früh hier. Rückwärtsgang. Ja. Okay, vielleicht kannst du dich doch schon früh freuen. Max. Nein. Ey, das geht doch hier nicht, Freunde. Das geht doch hier nicht. Komm, jetzt mal. Bei mir ist komplett Stopp. Bei Amir ist Stopp. Gönn mir noch ein Level. Gönn nur noch ein Level, Leute. Dann wäre wenigstens Ausgleich.
Aber ich glaube, das wird hier nichts. Ja. Nee, das wird nichts. Okay, Freunde, das heißt, es steht 2-0 für Amir, Freunde. Ja, let's go, ich weiter ich geht's. Fair. Okay, Amir, du darfst dich leider wieder entscheiden. Wir haben hier die Rolls-Royce-Stage. Wir haben hier einmal einen Rolls-Royce-Rave 6x6, Leute. Ganz komisches Tuning. Oder einen Rolls-Royce-Ghost, aber in der Limo-Lang-Version. Ja, was nimmst du? Für welches Fahrzeug entscheidest du dich? Super Konzentration und ich nehme Limousine. Okay, die Limousine, muss ich ehrlicherweise sagen, hätte ich mich auch dafür entschieden, weil es bringt einem hier eigentlich nichts, einen 6x6 Antrieb zu haben und der Wagen sieht schon sehr, sehr tiefgelegt aus. Aber wer weiß, ja. Freunde, wir gucken mal. Oh. Mein Gott, ist meiner schnell. Oh mein Gott, nein, meiner ist noch OP. So ein schnelles Auto. Oh mein Gott, ey, ich bleib jetzt hier schon hängen. Das war's doch, ey. Also Leute, ich glaube, heute ist nicht unsere Runde. Heute ist nicht unsere Runde. Es sieht so aus, als würde die Rolls-Royce-Limousine hier weiterkommen. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ein OP-RGB-Auto. Ach, komm schon, mal, bitte. Rückwärts. Komm. Ey, da geht gar nichts. Hier geht gar nichts. Ich versuch's mal im Rückwärtsgang. Vielleicht hier mit den 6x6 Reifen im Rückwärtsgang haben wir dann. Bisschen. Nein. Leute, ey, guck mal, Amir ist hier ein paar Level weiter als wir. Ich krieg schon runter, weil ich weiß, ob ich dich besiegen kann. Oha, okay. Aber du weißt ja, was man sagt, Amir. Erst kommt der Hochmut, dann kommt der Fall. Oh Mann, okay, ich komme hier aber nicht weiter. Das Max, heißt, ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Ja, was ich hab hier was für dich. Was das war ein Koffer voller mit Taschentüchern, wenn du heute heulen willst. Komm her. So, komm her. Na gut, Leute, es steht 13-0, wir machen weiter. Okay, Amir, weiter geht's. Random Vehicle Battle, jeder spawnt drei Fahrzeuge und man darf sich davon selbst aussuchen. 3, 2, 1, let's go. Okay, ein Rolls-Royce Phantom ist das hier. Okay, aber es gibt bessere Fahrzeuge. Oh, Motorrad. Ey, oh mein Digga. Gott, Motorrad sehr, sehr wichtig. Und Digga, du bist so einen kleinen Schimmel-Peugeot. Also ich werde auf jeden Fall... was hast du denn da? Urus, Lamborghini Urus. Okay, also ich nehme auf jeden Fall das Motorrad, Leute, weil ihr wisst schon, warum. Ich fange schon mal an, Amir. Hier, Lamborghini Urus gegen Motorrad. Mal gucken, wer weiterkommt. Amir, man kann sehr gute Wheelies mit diesem Motorrad machen. Digga, komm, halt doch einfach dein Mundwerk, das ist ein Digga. Richtiges Wheelie. Oh, wir sind schon bei Level 8. Aha. Amir, was ist denn da los bei dir da hinten? Oh, das sieht ja überhaupt nicht gut aus, was du da machst. Ja, alles gut. Wie viel steht's nochmal? 3-0. Also, Amir, warte mal, wir gucken mal, ob wir noch Level 10 schaffen. Oh, Level 10 auch geschafft. So, Amir, was ist denn bei dir los da hinten? Hast du schon aufgegeben oder was? Na gut, also ich mache jetzt mal den Amir, Leute. Wir müssen es ja hier gar nicht weiter probieren. Ja, okay. Du hast einen Punkt, Ist gar kein Problem. So. 3-1 noch. Ich werde dich noch platt machen, alles mein gut, Kleiner. Amir. Merkt ihr meine Worte. Ekelhaft, erst kommt der Hochmut, dann der Fall. Weiter geht's. Und das Schöne ist ja, weil das ein Random Vehicle Battle war, darf ich mich jetzt auch entscheiden. Wir haben hier... Okay, Amir, setz dich schon rein. Wir haben hier einmal einen OP Bugatti. Der ist wirklich krass. Das ist hier dieser Son Goku Bugatti. Oder einmal ein sehr krasses OP-Motorrad. Amir, geh bitte vom Motorrad runter. Also das Auto ist wirklich krass, aber ich glaube, das Motorrad ist hier bei dem Treppenexperiment wirklich noch krasser. Darf ich Anlauf nehmen? Weißt du was? Nimm sogar Anlauf. Nimm Anlauf. Oha, nimm was? Anlauf. Okay. Ich gönn dir sogar, aber jetzt nicht so weit. Okay, reicht jetzt. Nicht weiter. Okay, dann flieg mal los. Flieg mal los, kleiner Vogel. Okay, er fällt hier direkt schon los. So, und Nein, ich bin runtergefallen! Da, okay. Gleich an auf eben. Ja, alles gut. So, wir sind schon wieder bei Level 9. Oh, das ist auch ein sehr, sehr vorzüglich. Das ist irgendeine Yamaha-Maschine. Die sieht richtig sportlich aus. Kenne mich mit Motorrädern nicht so aus. Und, warte mal. Ich glaube, ist hier Schluss? Ist hier bei Level 10 Schluss? Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Wie läuft's bei dir? Amir, was geht da hinten? Oh, ich glaube, Ich muss aber Anlauf versuchen. Was? Ich glaube, so weit fliegt er nicht. Oh, ja, nächstes Level auch nochmal geschafft. Wichtig, Freunde. Nein. Ich bin falsch anlaufgefahren. Digga, deine Autos sind alle im Weg. So, okay. Also ich glaube, Level 10 ist geschafft. Ich glaube, bei dir, Amir, wir gucken mal. Wie sieht's bei Amir aus, Freunde? Und der ist bei Level 8 gelandet. Aber da wird der, glaube ich, nicht hochkommen. Warte mal. Hast schon aufgegeben direkt? Nein. Ah, okay. Nein. Wir schauen mal rein, Freunde. Er kämpft hier noch. Ich glaube für den Bugatti. Auch wenn es ein... Okay, aber zwei Level. Er schafft keine zwei Level mehr, Leute. Er schafft keine zwei Level mehr. Er schafft niemals. Okay. Ja, alles gut. Alles gut. Das schafft er nicht. Die Treppe ist höher als sein Auto. Das geht gar nicht. Geht nicht. Also, Bro. Okay, er kämpft schon. Super Saiyan! Nein, bitte. Geht taktisch gar nicht. Geht nicht. Einmal versucht. Max, ich will zum Super Saiyan. Vertrau mir! Egal, wie krass dein Auto ist, das geht nicht. Ja, gut, komm.
So, es steht 3 zu 2, Freunde. Let's go. So, Amir, Random Vehicle Battle. Und zwar, wir spawnen einfach jeder schnell eins für sich selbst. Jetzt mache ich dich platt. Ah, okay, mit mach dem mal. Audi RS6 Samurai und Special. Nein. Ja! Nein, was hab ich denn hier für eine Müllkiste du bekommen? Loser. Okay, Ami hier mit irgendeinem krassen Audi RS6. Nein. Mein Auto ist komplett schlecht für eine Treppe. Oh mein Gott. Nein. Guck mal, aber ich kann nicht hochheben. Ich kann nicht hier mit meinem Bagger hochheben. So, komm, wir fahren da mal hin, Leute. Und, okay. Also bis jetzt hier gar kein Problem. Wir sind zwar langsam, Leute, aber wer weiß. Aus dem Weg, Amir, aus dem Weg. Oh, okay, er macht's noch. Er macht's ja. Oh ja. Oh, er hat's geschafft. Nein, er hat's nächste Level geschafft. Ja, oh ja, wir kämpfen uns hoch. Wir kämpfen uns hoch. Wenn du dich mit dem Bagger abziehst, raste ich aus. Ja! Oh nein, er schafft auch nochmal das nächste. Ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube nämlich, hier ist Schluss bei mir. Ich glaube nämlich... komm schon, Leute, komm schon! Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Rückwärtsgang? Aber da, wir haben diese komische Klaue da hinten, ich glaube. Nee, rückwärts kannst du vergessen, Diggi. Ich glaube auch. Ja, oh. Warte, wobei... Max, gib auf! Nein, warte. Ja, doch, ich gebe auf. Ja! Okay, Leute, wie viel steht's? 4 zu 2. 4 zu 2, okay. Natürlich. Und es ist ein Random Vehicle Battle. Das heißt, Amir darf sich wieder entscheiden, Freunde. Okay, Amir, was nimmst du? Du nimmst den Rolls-Royce. Okay, Rolls-Royce Cullinan Novitec. Das ist aber nicht der gleiche Audi, mein Freund. Ich glaube schon. Das ist ein anderer Audi RS6. Okay, na gut. Aber wir werden es rausfinden. Rolls-Royce Cullinan gegen Audi RS6. Welches Auto ist besser, um Treppen hochzufahren? Nein, das ist genau der gleiche gewesen wie gerade. Naja. So schlecht ist er nicht. So schlecht ist er gar nicht, mein Freund. Aua. Rückwärts war das schlecht. Und, ja, komm. Oh, der bounced ein bisschen hoch. Ich glaube, da geht noch was, Freunde. Das Einzige, was da geht, ist dein Lose gleich. Das Einzige, was da geht, ist deine Ehre. Oh, nächstes Level. Nächstes Level geschafft. Nein, Leute. Wo bist du denn hin, Amir? Hä? Ach, du versuchst mit Anlauf. Hä, wie schlecht. Was für schlecht? Ich versuche halt alles. Ich bin Kämpfer, ja? So, komm, jeder noch einen Versuch, dann ist hier Schluss. Oh, was? Nein, schafft er nicht. Der Frontspoiler ist zu niedrig. Ja, okay, bei mir auch. Hier Schluss. Bei mir ist Schluss. Aber, Leute, das bedeutet 4 zu 3. Let's go. Wir holen auf, Freunde. Ich habe nur Pech heute bei den Random Vehicle Battles. Und zwar, Amir, jeder kann jetzt 3 spawnen und seinem Gegner davon 1 geben. Boah, 1, das wirst du so bereuen. 2. Okay, beide. Oh, Amir, spawnen auch diese ultraflachen Sportwagen. Oh. Ich spiel dir das trotzdem. Das ist auch ein flacher Sportwagen. Ist nur die Frage, gönne ich ihm hier diesen Porsche? Ist natürlich sehr flach. Oder lieber das erste. Oh. Was gönnst denn du mir da? Den Oldtimer? Ja. Weißt du was? Dann gönne ich dir auch den Oldtimer da von den 3. Okay. Ja, machen wir eine kurze Oldtimer-Runde. Okay, passt jetzt zu dir, du Rentner. Okay, damit kann ich leben. So, zack. Ich flitze hier schon mal. Oh, Lucky Jump. Guter Jump, sehr, sehr taktisch guter Jump hier. Oh, Amir, macht's da schon Probleme oder was? Nein. Du hast das Level niemals ohne Jump geschafft, du Ekel. Alles gut, ich bin da. Er schafft auch. Ja, danke. Hey! Oh mein Gott, der Wagen bei uns hoch, guck mal. Nix habe ich auch geschafft. Das war's, Amir. Das war's. Das war's für dich. Das wird der Ausgleich, 4 zu 4. Nein. Oh, der Wagen, der wippt vorne schön hoch. Der wippt schön hoch. Schaffst du nicht. 2 Level schaffst du nicht. 1 vielleicht noch, aber 2 schaffst du nicht. 2 schaffst du niemals, Amir. Du hast eine Sache vergessen, Digga. Ich bin kein Russik, ich bin Kämpfer. Du meinst, du bist kein Russik, du hast kein Glück? Okay, das wird aufpassen. Nein. So, weißt du was, ich höre hier auf. Mehr schaff ich nicht. 2 Level schaffst du auch nicht mehr. Ist okay für mich. Und damit sind wir bei 4 zu 4, Leute. Und ich darf mich entscheiden beim nächsten Fahrzeug. Oh, sehr interessantes Battle. Wir sind hier beim Elektro-Level. Wir haben einmal einen Tesla Model S oder einen Audi e-tron. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich besser finden soll, Leute. Also, der Tesla sieht für mich ein bisschen tiefer aus. Könnte aber irgendwie auch krasser sein. Ich setze mal auf den Tesla. Sieht ein bisschen tiefer aus, aber der sieht irgendwie so OP aus. Ich war ein Fehler, mein Kleiner. Na, der ist leider nicht OP, aber er sah irgendwie krass aus. Schade. Oh Gott. Oh Gott. Du bist beinahe aber komplett da hängen geblieben. Oh Gott. Komm, Rückwärtsgang. Kann der Rückwärtsgang hier was... Oh, okay, Leute, das war's. Das war's hier, Tesla.
Tesla. Egal, als ob die... Nicht nur, dass das der Motor elektrobillig ist, sondern gefühlt die Karosserie auch Mann, billig ey, ist. Mann, ey, Leute, ich mag auch keine Elektroautos. Genau deswegen. Ja, ich auch nicht. Mann, ey. Ey, mein Kleiner. Nein, Amir, du darfst da nicht hochkommen. Wenn ich nicht hochkomme, darfst du auch nicht hochkommen. Ah, ey! So, komm, wir machen beide noch einen Versuch. Dann war es das, dann unentschieden. Aber ist doch schön. 4-4 unentschieden. Nein, mag ich nicht. Ich werd heute noch platt machen, Max. Die 1000 Euro hol ich mir mit nach Hause. Warte mal. Ich glaube, da geht aber was. Ey, letzter Versuch. Hast du gesagt? Gut, okay. Ist okay. Ich glaube, der hat sich nämlich so ein bisschen reingeklickt. Aber weißt du was? Meine Worte, ich hab's gesagt. 4-4, weiter geht's. Okay, Armin, jeder spawnt jetzt einfach ein Fahrzeug schnell für sich. 3, 2, 1, let's go. Boah, Armin hier im Trecker. Alter, ich wusste ja gar nicht, dass du hier ein Landwirt bist. Petra, Trecker. Ich fahr mal einen Trecker. Okay, ich bin gespannt. Trecker gegen Pickup-Truck. Aua. So, hier der Rusty Rebel oder wie der hier heißt. Der rostige Rebel. Klassiker in GTA 5, Leute. Nein, würdest du sagen, die Stoßstange da unten ist mich am Zerstören. Oh mein Gott, nice. Es ist halt ein Traktor, nee, es ist gut. Nicht zum Treppenfahren. Na. Komm, ein Level geht noch. Ich weiß, hier. Rostiger Rebel, lass mich nicht in Ruhe. Lass mich nicht im Stich hier. So, nice, nächstes. Abfahrt, Leute. Egal, ich hab dich zum Wippen gebracht, hat dir irgendwas geholfen gerade, ne? Ja, da geht noch was. Da geht hier noch was. Bei Amir ist Schluss, bei uns geht noch was. Digga. Ja! Woo! Nächstes hochgeglitscht hier. Jawohl, sehr gut. Hier Level 7. Zwei Level schafft er nicht mehr. Oder außer seine Riesenreifen. Ende im Gelände. Ende im Gelände. Super, Leute. Ende im Gelände. Das bedeutet... Ja, du hast so ein gutes Auto bekommen. Wir sind in Führung gegangen, Leute. 5-4. Oh, und das bedeutet, wir dürfen uns entscheiden. Wir haben einmal einen Mercedes S-Klasse oder einen krassen... aufgetunten McLaren hier, Leute. Ich nehme aber die S-Klasse, weil die ist nämlich höher. Die ist nämlich deutlich höher gelegen. Mal schauen, Leute. Hier ist so ein schöner Maybach. Schöner S650 Maybach auf Ganzlock. Amir ist natürlich sehr schnell. Da muss man sagen. Oh Gott. Ich glaube, ich habe mich falsch entschieden. Leute, weil die S-Klasse macht hier schon... Bitte. Die S-Klasse macht hier schon Faxen. Oh, komm bitte. S-Klasse. S-Tonne, Junge. Ach, ey, Mann, das gibt's doch nicht. Hopp, noch ein Level. Ende im Gelände. Amis, ich brauch's gar nicht weiter zu versuchen. Okay, der Punkt geht an dich. Verdammt, Leute, es steht wieder 5-5. Weißt du was, Armin, weil du mein Gast bist, darfst du dich jetzt hier direkt entscheiden. Und zwar, wir haben einmal jetzt hier die Filmautos. Einmal das Barbie-Auto oder einmal ein Fast and the Furious-Auto. Ein krass getunten Dodge. Boah, okay, er nimmt hier das Fast and Furious. Ich nehme hier das Barbie-Mobil. Ja, wer weiß, vielleicht hat Barbie so ein paar Tricks auf Lager hier, Leute. So, das Film-Level hier. Barbie-Power? Nee. Barbie, doch keine Power. Fast and the Furious! Oh. Ach komm, ey, Barbie. Das hat einen Grund, warum... Für die Familie. Hast du Familie gesagt? Mann, ey. Mann, Barbie. Zack! Nach, okay. Oh mein Gott, das nächste würde ich auch noch schaffen. Max, gibst du auf? Ich gebe auf. Barbie-Auto hier leider. Okay, alles gut. Das heißt, Ami geht wieder in Führung mit 6-5, Leute. Okay, Ami, als nächstes zwei Fahrzeuge und man darf sich selbst eins aussuchen. Eine S-Klasse, okay. Und was ist mein zweites, Leute? Einmal hier dieses Bummimobil und mein zweites kommt bitte was Gutes, bitte. Oh mein Gott! So, oh mein Gott, Leute. Das ist doch mal ein schönes Random Vehicle Battle hier. So, hier schön in unserem Monster Truck. Arm hier mit der Schmalspur S-Klasse. Tschüss. Ich hab Kopf, dass du mich anschubst. Ja, Bro, guck mal, das berührt hier nicht mal die Karosserie. Wir fahren hier einfach noch hoch hier mit der Federung. Leiste Stopp. Oh mein Gott, Leute, das ist ja wirklich schon ein halber Monster Truck hier, das Ding. So, hier, guck mal, ich bin schon, hab Level 10 sogar geschafft. Level 11 hier auch noch. Oh, Allradantrieb vorne. Bei Level 4. Level 4, oh mein Gott, wie weit wir gekommen sind. Holy moly, Macaroni. Das bedeutet, es steht 6-6 und wir dürfen uns entscheiden. Okay, Leute, nächstes Level. Wir haben einmal einen Ford Bronco hochgesetzt oder einen Lamborghini Urus, der irgendwie ziemlich krass getuned ist. Armin, welches Auto würdest denn du nehmen? Ja, natürlich den Ford Bronco, oder? Weißt du was, dann nimm den Ford Bronco. Und wenn ich einen Urus haben wollen würde? Dann nicht. Krieg ich den?
Nein, weil das ist hier nämlich der Flug-Urus. Das ist unfair! Das Cheaten! Leute, das habt ihr jetzt nämlich nicht gedacht. Ich wusste das. Das ist nämlich von Touren gesponsert für das Experiment. Der hat mir nämlich kurz seinen Flug-Urus vorbeigebracht, weil er wollte, dass ich einen kleinen Vorteil habe gegen Amir. So, Amir, wie läuft's denn bei dir da unten so? Ja, ziemlich gut eigentlich. Ziemlich gut, okay, wir gucken mal. Oh, was? Wir fliegen einfach über jedes Level drüber, hä? Das ist ja. Das ist eine Überraschung. Unfair. Du ekelhafter, du bist wirklich. Wirklich, neben dir ist Biomüll sogar noch was Gutes. Zack. Oh, hä? Was? Wir sind ja schon ganz oben angekommen. Arne, was ist denn da bei dir los? Ja, Happy Birthday mit deinem Punkt, Alter. Okay, ekelhaft. Leute, und damit. Warte mal, wie viel steht's eigentlich, Amir? Wie viel steht's eigentlich? Steht das jetzt hier 8-6 oder was für mich? Leute, ich bin mir gerade selbst gar nicht mehr sicher. Hast du noch die Punkte? Eigentlich 7-7. Müsstest fürs Cheaten einen Minuspunkt kriegen und einen Punkt. Dann sagen wir 8-7 steht's jetzt. Weiter geht's, Leute. Oh, nächstes Level. Aber natürlich erstmal ein Random Vehicle Battle. Amir, spawn dir mal eins. Ich spawn mir eins. Let's go. Amir? Ey, das kann fliegen, glaube ich. Statement? Nee, das kann nicht fliegen. Das kann nicht fliegen. Nee, warte mal, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Roller. Das kann nicht fliegen. Das ist ein ganz normaler Roller. Das ist ein Zukunftsroller? Nee, aber der jumpt aber ein bisschen. Ich kann das Ding hier nicht einschätzen, was wir irgendwie hier gerade haben. Wir haben irgendwie so ein komisches Mobil. Aber, okay. Wow, aber bei dir läuft auch ganz gut, Amir, hier. Ja, bei mir läuft sehr gut! Oh, warte mal, ist jetzt hier bei mir schon etwas Stopp oder was? Okay. Oh! Nein! Let's go! Nein. Ey, das ist unfair! Oh mein Gott, aber jetzt ist hier Stopp. Jetzt ist hier Schluss. Nein, außer ich kann nochmal so ein Jumper machen. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Digga, ey, wirklich. Also er kriegt zweimal Motorräder und gönnt sich sogar einen fliegenden Urus. Leute, ja, Amir, ich bitte euch. 9-7, du musst das jetzt auch einfach mal akzeptieren. Es steht 9-7. Ach, Digga, wirklich. Weiter geht's. So, was sollen wir denn hier nehmen, Leute? Den Lamborghini Sian oder den... Ich nehme mal den Ford GT. Einfach, weil es mich interessiert. Den schönen Ford GT, Freunde. Gegen Lamborghini Sian. Wow. Oh, Lucky Jump, Lucky Jump, Lucky Jump hier. Sehr, sehr Lucky. Oh. Lucky Jump, nein! Nein! Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Oh, der bounced vorne. Richtig und wichtig. Level 9. Das kann nicht wahr sein. Ey, Bro, der ist voll gut. Der ist voll gut. Digga, das wusstest du doch wieder. Das ich schwöre auf alles, ich wusste das nicht. Ich gebe zu, das mit dem Flug-Urus habe ich gewusst, aber das wusste ich Real Talk nicht. Ey, Leute, kann doch nicht wahr sein. Also, wir sind bei Level 10, aber ich glaube hier, da ist Schluss. Hier ist Schluss, Leute. Hier ist over. Ach, Digga. So, und damit steht es 10-7. Ami, was ist denn da los bei dir? An sich kannst du es noch aufholen, ne, mit Random Vehicle Battles und sowas. Okay, ja, komm, also, ja, ran da. 10-7, okay, komm dann. Jeder spawnt mal 3 und man darf sich davon eins aussuchen. Eins. Was ist das? Ein Luftkissenfahrzeug? Ne, keine Ahnung. Ja. 2. Ja, gut, ich hole das mittlere. Oh nein, ich habe voll die Bummi-Autos. Und ich hatte die falsche Einstellung. Aber egal, dann nehme ich jetzt das Fahrzeug. Oh, Leute, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt kein gutes Fahrzeug. Das ist irgendwie dieses komische Flughafenfahrzeug. Und ich glaube, Ami hat irgendwie so ein halbes Flugauto. Nein, das kann nicht fliegen, aber das hat eine Jump-Funktion. Ja, okay, Ende. Ich gebe auf. Und bei mir ist hier schon Stopp. Okay, weißt du was, Amir? Ich schenk dir den Punkt. Ja? Ja, komm, ey. Oh mein Gott, ey, du. Okay, weißt du was, der Punkt geht an dich. Ist okay, 10-8, weiter geht's. Also, wenn du dich jetzt immer richtig entscheidest, kannst du noch aufholen. Was nimmst du? Boah, er nimmt diesen krassen 6x6 hier. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich glaube, das wird falsch sein, aber ich habe irgendwie ein Gefühl dafür. Ich weiß nicht, warum. Nein, ich glaube, ich hätte den tatsächlich auch genommen. Der sieht schon krass aus. Aber pass auf, dass du nicht von hinten angeschossen wirst. Hey! Okay, schieß mich ruhig weiter an, wenn du willst. Aua. Nicht mich treffen. So. Oh, ja. Ich kämpfe mich hier auch hoch. Ich kämpfe mich hoch, Leute. Kämpfer. Wir sind Kämpfer. Ey, ich verliere Öl. Keine Sorge. Ich schieße dich nicht weiter an. Ich will ja nicht, dass du anfängst zu brennen. Es wäre ja schade, wenn du anfangen würdest zu brennen. Nein. Zack, nächstes Level. Ich wusste, ich habe mich falsch entschieden, Alter. Komm doch, versuch doch auf mein Level zu kommen. Du schiebst mich weg! Oh mein Gott. Schaffst du das nächste Level doch oder schaffst du es nicht? Wir werden alles geben, Leute. Also bei mir ist jetzt hier, glaube ich, Schluss. Bei mir ist jetzt hier Schluss.
Du hast auch meine Reifen kaputt gemacht. Daniel, komm, noch ein Stück. Oh mein Gott, ich schaff's sogar. Oder? Nein. Ah, okay, Ende. Aber gut, dann, es steht 11-8. Und damit, Amir, kannst du ja gar nicht mehr aufholen. Weißt du was, weil du mein Gast bist und verloren hast, darfst du dich jetzt trotzdem noch entscheiden für das letzte Level. Wir haben hier ich einmal den Bugatti. Einen hochgesetzten Bugatti. Ey, Alter! Wir haben so, wie du mir, so ich dir. Bugatti oder... Aber ich sag dir ehrlich, ich hätte mich sogar für den entschieden hier. Der sieht irgendwie so krass gefedert aus. So, gut, okay, dann schauen wir mal. Ja, toll, ich hab den Platten. Ach echt? Oh, hatte ich eben nicht gehabt, mein Kleiner. Alter, mein ganzes Rad ist weg. Ich habe nicht nur einen Platten, das ganze Rad ist irgendwie weg. Hä? Okay. Na gut. Boah! Ich habe einen Käfer! Der krabbelt sich hoch, das ist Spinne! Boah. Spider-Man Bugatti! Okay, er hat den Spider-Man Bugatti. Oh, ihr verliert ja all unsere... okay. Aber ich glaube, jetzt könnt ihr Schluss sein bei mir. Und... Ja, komm. Oh, ja! Na gut, wisst ihr was? Der Punkt hier geht an Amir. Seid ihr gegönnt? Das heißt, es steht 11-9. Aber Amir, wir haben keine weiteren Fahrzeuge mehr auf Lager. Und damit habe ich heute dieses Experiment gewonnen und 1000 Euro gewonnen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt gerne Amir aus für mehr Experimente. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex. Tschüss.